Eine Geschichte über die Tiere des Waldes. Wie der Verstand über die Stärke siegte. Alle Tiere des Waldes hatten sich bei König Löwe eingefunden, um seine Befehle entgegenzunehmen. Der alte Löwe begann gleich zu prahlen. Ich bin das stärkste Geschöpf auf der Welt. Niemand ist stärker als ich. Niemand kann mich überwinden. Deshalb bin ich ja schließlich euer König. Das hörte der alte Bär, den der Schäfer verwundet hatte, als er die Schafherde überfallen wollte, und der sagte: Prahl nicht so, es gibt ein Geschöpf, das ist viel stärker als du. Da wurde der Löwe zornig, sprang zum Bären hin, fletschte die Zähne und brüllte: sag schon, wer ist denn stärker als ich? Der Mensch, erwiderte der Bär ganz ruhig. Und wo finde ich den Menschen? Brüllte der Löwe. Ich will ihn sehen. Ich will meine Kräfte mit ihm messen. Geh aufs Feld. Da kannst du ihn bei der Arbeit bewundern. Der Löwe lief aus dem Wald, schritt mit majestätisch erhobenem Haupt und wehender Mähne über die Felder, und als er zu einer Wiese gekommen war, erblickte er ein grasendes Pferd. Das Pferd war mit einer eisernen Kette an einen Pfahl gebunden, und der Löwe, der noch nie ein Pferd gesehen hatte, trat zu ihm und sagte: »Hey, Grasfresser, wer bist du denn?« »Ein Pferd, das siehst du doch«, erwiderte das erstaunte Pferd. »Und wer hat dich an diesen Pfahl gebunden?« »Der Mensch! Wo finde ich den Menschen? Geh in den Wald, er fällt dort Bäume«, erwiderte das Pferd. Und als der Löwe in den Wald zurückkehren wollte, erblickte auf dem Feld zwei vor einem Pflug gespannte Ochsen. Sie standen still und atmeten schwer. »Sicherlich sind das die Menschen, von denen der Bär und das Pferd gesprochen haben«, dachte er. Er ging dahin und sagte: »Hey da, ihr zwei! Wer seid ihr denn? Wir sind Ochsen. Und was macht ihr?« »Wir haben gepflügt und jetzt ruhen wir uns aus. Wer hat euch vor den Pflug gespannt?« »Der Mensch.« »Mit dem Menschen ist nicht gut Kirschen essen«, dachte der Löwe und setzte seinen Weg fort. Er kehrte in den Wald zurück, gelangte zu einer Lichtung, dort sah er in einem mit Holz beladenen Wagen und daneben zwei Büffel. »Wer seid ihr und auf wen wartet ihr?«, fragte der Löwe. »Wir sind die Büffel und warten hier auf unseren Herrn, den Menschen. Wenn er kommt, spannt er uns ein und dann werden wir das Holz nach Hause schaffen. Und was wird der Mensch machen? Der sitzt auf dem Wagen und knallt mit der Peitsche. Und wir ziehen den Wagen. Der Mensch sitzt bequem und raucht sein Pfeifchen. Wo ist der Mensch? Dort hinter den hohen Bäumen. Er gräbt eine Grube, um wilde Tiere zu fangen.« Der Löwe ging geradewegs zum Menschen. Dieser bedeckte eben die Grube mit Zweigen und streute trockenes Laub darüber. Plötzlich brüllte der Löwe hinter seinem Rücken. Der Mensch da erschrak. »Mit Stärke kann ich dieses Tier nicht überwinden«, sagte er sich. »Ich muss meinen Verstand zu Hilfe nehmen, der mich schon so oft vor dem sicheren Tod gerettet hat. Woher kommst du und was willst du von mir?«, fragte der Mensch. »Bist du der Mensch?«, fragte der Löwe. »Ja, ich bin der Mensch«, antwortete der Mann. »Ich will meine Kräfte mit dir messen«, rief der Löwe. »Okay, gut«, sagte der Mensch, »springen wir. Wir wollen sehen, wer von uns beiden besser springt.« »Abgemacht«, sagte der Löwe, der wusste, wie gut er springen konnte. »Los, spring du zuerst.« Der Mensch nahm Anlauf und sprang. Er sprang absichtlich nur bis zum Rand der Grube und mit einem Stein machte er ein Zeichen, wie weit er gesprungen war. »Und jetzt spring du«, sagte er zum Löwen. Und der Löwe nahm Anlauf und sprang weit, viel weiter als der Mensch, und geradewegs in die Grube. Da tötete der Mensch den König der Tiere und fertigte aus seinem schönen Pelz eine warme Jacke und feste Schuhe. Und so besiegte der Mensch den Löwen, der Verstand die Kraft.